Yeah, good morning, everybody, ladies and gentlemen, distinguished guests, members of the Club of Rome. More than 40 years ago, 1972, you warned our way of life, our economies, our use of nature brings the earth to the brink of collapse. The limit to growth was visionary. Today, people finally realize we live in a global village. And ladies and gentlemen, this morning, I would like to continue in German. I would say I just arrived from the budget committee this night. This meeting lasts till 2:30 in this night, but it was very successful, I think. Ladies and gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir leben, and we have a translation for you. wir leben in einem globalen Dorf. Ich heiße Sie herzlich willkommen in Berlin, das ja auch ein Dorf ist, aber eine Weltstadt geworden ist. Waren, Dienstleistungen, Kapital zirkulieren heute nahezu 24 Stunden um den Globus. Und unser Wissen, Ihr Wissen, ist per Mausklick in Echtzeit überall auf der Welt verfügbar. Aber wir verbrauchen heute mehr als Nachwuchs und dieser Lebensstil ist so nicht verallgemeinerbar. Das bisherige Wachstumsmodell, wenn wir dies übertragen auf den Planeten, ist nicht zukunftsfähig für heute 7,5 und morgen 10 Milliarden Menschen. Für mich als deutscher Entwicklungsminister ist das Bevölkerungswachstum die größte Herausforderung, mit der wir uns in Politik und Gesellschaft weltweit auseinandersetzen müssen und worauf wir Antworten brauchen. Die größte Herausforderung ist das Thema, wie ernähren wir täglich 7,5 Milliarden Menschen und jeden Tag von gestern auf heute sind zusätzlich 250.000 auf dem Planeten getreten. Wenn Sie die Landkarte sich anschauen, jedes Jahr einmal Deutschland zusätzlich auf dem Planeten. Die Menschheit hat sich, Herr Professor Rademacher, in unserer Lebenszeit verdoppelt. Die afrikanische Bevölkerung, und das ist für mich als deutscher Entwicklungsminister die größte Herausforderung, wird sich bis 2050, und das wollen wir alle erleben, verdoppeln und das bedeutet, es werden 2 Milliarden Babys geboren. 2 Milliarden Babys, meine Damen und Herren. Wir haben Entwicklungen, die uns herausfordern, nicht nur die Frage der Ernährung, der Energie, sondern wo und wie leben diese Menschen. Immer mehr zieht es in Städte, in Megacities, die Sie auf der Welt kennen. In Megacities ohne Infrastruktur, Slums, Kriminalität, Aggression, Alkohol, Drogen, eine Verrohung der Jugend, die wir in vielen dieser Megacities feststellen. Hunderte von Millionen von Jugendlichen ohne Grundbildung, ohne Job, ohne Sinn und ohne Wertefundament. Meine sehr verehrten Damen und Herren, darauf müssen wir weltweit eine Antwort geben. Und der Club of Rome, Sie haben dies ja sehr deutlich in Ihrer Botschaft 1972 schon vorausgesagt. Der Belastungsdruck auf Naturressourcen und Klima nimmt gewaltig zu. Seit meinem Geburtsjahr hat sich nicht nur die Bevölkerung verdoppelt, sondern der CO2-Ausstoß vervierfacht. Der Wasserverbrauch verdreifacht und die Weltwirtschaft versiebenfacht. Und wie Sie so richtig immer wieder betonen, die Erde hat ja Grenzen, dieser Planet. Die Ressourcen sind endlich. Und deshalb kann die Vorgabe nicht sein für uns. Und wenn ich das als Politiker sage, dann finden Sie noch nicht viele, die diese Botschaft auch implementieren in Politik.
Unsere Botschaft und Vorgabe kann nicht sein, weltweit immer mehr Wachstum, immer mehr Konsum, immer mehr Produktion und zwar für alle, meine sehr verehrten Damen und Herren. Denn wir haben dieses Ressourcenproblem, dass heute die Nahrung konkurriert mit Energie, Energiepflanzen, mit Futter, mit Futterpflanzen, ich nenne das Stichwort Soja, aber auch mit Fasern, Baumwolle, ihre Kleider. Und dies zusammen ist eine Konkurrenz um endliche knappe Ressourcen. Ich will Ihnen dies als einer, der 8 Jahre Agrar- und Ernährungspolitik in der deutschen Bundesregierung mitverantwortet hat, einmal am Thema Boden darstellen. In meinem Geburtsjahr, ich bin ein Sohn eines deutschen Farmers, war pro Kopf eine Fläche von 4.300 Quadratmeter Boden zur Verfügung, um Ernährung, Nahrung sicherzustellen weltweit. Heute liegen wir bei 1.800. Verlieren aber jeden Tag Land, Boden, Erosion, Verwüstung. Allein im Jahr in etwa die Hälfte der Nutzfläche der Bundesrepublik Deutschland. Und das heißt, immer mehr Menschen und immer weniger an Boden, aber auch eingeschränkte Ressourcen an Wasser. Ich glaube, Sie sagen das richtig voraus, viele Ihrer Expertinnen und Experten, die darauf hinweisen, dass auf dem Planeten ja nur 3% Süßwasser zur Verfügung stehen. Und Herr von Rademacher, ich bin kurz vor meiner Abreise nach Marrakesch, Klima, der Klimaschutz, was hat das mit Wasser zu tun? Ihnen allen ist es klar, die Zusammenhänge. Wenn Sie heute das Himalaya-Gletscher massiv Tibet, wenn Sie das sich mal analysieren, dann entspringen dort 11 der größten Flüsse des Planeten. 11 der größten Flüsse des Planeten. Sollten wir diese Erderwärmung so nicht stoppen, wird es diesen Gletscher irgendwann nicht mehr geben und damit die Wasserressourcen für China, für Indien, für Pakistan zu Ende sein. Und dann wird es vielleicht schon davor und schwierige Anzeichen gibt es bereits, Kriege um Wasser geben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist die Frage des Umgangs mit Ressourcen. Und deshalb sage ich an der Stelle, wir brauchen weltweit einen Paradigmenwechsel im Denken und im Handeln. Nachhaltigkeit muss unser Prinzip sein, all unseres Tuns, ökonomisch, ökologisch, sozial und bitte nicht zu vergessen, kulturell, in der Zusammenarbeit verschiedener Religionen und Kulturen in der Welt. Das Prinzip der Vernunft und die Kategorie der Verantwortung verpflichtet uns, und zwar nicht nur uns Politiker, sondern jeden Einzelnen. Wir sind verpflichtet zum Erhalt und zur Bewahrung des Lebens, der Schöpfung für kommende Generationen. Ja, und wann wird uns das allen klar, nicht Ihnen, aber den Entscheidungsträgern auf dem Planeten, dass wir alle in einem Boot sitzen? Und hier hat sich die Welt durch die Globalisierung und Digitalisierung, durch den weltweiten Austausch grundlegend verändert. Natürlich ist es entscheidend, wenn ich nach China blicke, ob die Chinesen ihren Energiehunger auf der Basis von im Augenblick projizierten 150 Kohlekraftwerken stillen oder wir durch eine Technologiekooperation Sprünge machen und diese Energieressource durch erneuerbare Güter stellen. Wir sitzen in einem Boot und überleben gemeinsam oder nicht. Und deshalb ist der Schutz globaler Güter wie Klima, Umwelt, Meere, Wasser, tropische Regenwälder, wenn ich an Brasilien oder das Kongo-Becken denke, der Boden, Existenzgrundlage menschlichen Lebens und Bedarf globaler Schutzstandards. Und ich bin optimistisch, denn die Weltgemeinschaft hat erkannt, welchen Weg zu gehen ist.
ist, wir haben ja kein Erkenntnisproblem. Diese Themen, diese Zusammenhänge sind ja allen, die es wissen wollen, bekannt. Und ich bin optimistisch, denn wir hatten im vergangenen Jahr auch in der Politik, und manche von Ihnen verzweifeln, kritisieren die Politikentscheider, aber wir hatten zwei qualitative Durchbrüche, die auch Sie, die wir nicht so erwartet haben. Das ist New York, der Weltzukunftsvertrag, die 17 SDGs, und das ist Paris, der Weltklimavertrag, der auch bereits in Kraft getreten ist. Also wir haben kein Erkenntnisproblem, wir wissen, was zu tun ist, wir müssen nur handeln. Und das ist der entscheidende Punkt, zu wissen, was zu tun ist, aber dann zur Verhaltensänderung zu kommen, das ist ja bei einem selber schon schwierig. Wenn man weiß, ich müsste eigentlich mich anders ernähren, weil ich 30 Kilo Übergewicht habe, aber bis ich es wirklich tue, muss meistens erst der Herzinfarkt kommen, bis ich Verhalten ändere. Und nun bei der Masse der Menschheit, aber auch der Politik, wir müssen Verhalten ändern und wir brauchen Mut. Wir brauchen Mut. Deutschland und Europa, wir werden die Ziele erfüllen, auch wenn die konkrete Umsetzung enorm schwierig ist. Sie haben in der vergangenen Woche bis heute die Diskussion in Deutschland um die konkrete Umsetzung, Festlegung der Minderungsziele zum Klimaschutzaktionsplan mitbekommen. Natürlich tut es weh, wenn die deutsche Bundesregierung sagt, mit einer Zielmarge 2030, 2040, Reduzierung um 40% des Ausstoßes bei Industrie, bei Verkehr, im privaten Haushalt. Und dann geht es eben um die konkrete Umsetzung. Aber wir gehen voran, zum Beispiel mein Ministerium. Ich will Ihnen da nur ein paar Akzente sagen. Ich unterschreibe in Marrakesch beispielsweise mit den Marokkanern eine Projektkooperation zur Umsetzung ihrer ehrgeizigen Ziele, schon in den nächsten 10 Jahren 50% der Energie aus erneuerbaren Energien zu decken, eine Klimapartnerschaft. Wir investieren in Solar und Erneuerbare. Wir bauen ein Zentrum für nachhaltige Entwicklung mit China, ein deutsch-chinesisches Zentrum, auf. Dieses Schriftzeichen gab es bei den Chinesen vor 3 oder 4 Jahren noch gar nicht. Aber die Chinesen haben erkannt, ruiniere ich Umwelt, Flüsse, Boden, Natur, gibt es keine Zukunft, kein Leben. Und deshalb bauen sie auf Deutschland, auf Europa, auf unser Können, Innovation, auf das Wissen. Wir finanzieren, und auch das ist ein neues Instrument, wissen Sie, man geht schnell zur Tagesordnung über, diesen Green Climate Fund. Deutschland allein in den nächsten Jahren bis 2020 mit 10 Milliarden. Es kommt darauf an, Herr Rademacher, dass wir sinnvoll, effektiv natürlich die Maßnahmen weltweit festlegen. Wir haben Erfolge. Ich sehe einige von Ihnen, die das zu ihrem Lebensthema gemacht haben. Ich gestehe, ich wurde von diesem Thema mitgenommen, als ich den ersten Besuch im tropischen Regenwald, Amazonasgebiet in Brasilien erleben durfte. Wir haben Erfolge in der Zusammenarbeit mit Brasilien beim Erhalt des tropischen Regenwaldes. Wald, der so wichtig ist, die Absorptionsfähigkeit des Planeten zu stärken und zu erhalten. Und wir haben eine neue Solarpartnerschaft mit Indien auf den Weg gebracht, wo wir investieren in Know-how-Transfer, in Ausbildung, in Jugend, in Ingenieurkunst, in Technologietransfer und in erneuerbare Energien. Denn neben China ist Indien ein Schlüsselkontinent bei der Frage nicht nur der Lösung des Hungers, sondern der Lösung und von Problemlösungen in der Frage Energie und Klima. Und auch hier geht natürlich der Weg, auf Erneuerbare zu setzen. Und wir brauchen, das ist ja eine Grundthese, und die ist richtig, eine Entkopplung von Wachstum und Verbrauch. Und dass dies möglich ist, ist ja auch bewiesen. Wenn wir nicht auf alte Technologien setzen, sondern auf unser heutiges Wissen und morgiges Können. Bei der Habitat-Konferenz in Ecuador, die gerade geendet hat,
haben wir mit Expertinnen und Experten weltweit zum Beispiel eine Initiative, und ich hoffe, der deutsche Verkehrsminister erschrickt nicht, wir haben eine weltweite Initiative angestoßen für eine Mobilitäts- und Verkehrswende. Mobilität und Verkehrswende, denken Sie an Megacities wie Mumbai, denken Sie an Kairo oder an afrikanische Städte. Wir brauchen Mobilitäts- und Verkehrssysteme, die zukunftsfähig sind. Und an der Stelle sage ich, Sie können stolz sein, ich glaube, Herr von Weizsäcker ist auch da, ich habe ihn noch nicht gesehen, Herr Rademacher, Herr Finkbeiner und viele von Ihnen, jawohl, Sie können schon stolz sein, weil wenn Sie zurückblenden, 30, 40 Jahre, Herr Wulff, 30, 40 Jahre, Christian Wulff, wo wir junge Politiker waren, Sie sind keine einsamen Rufer mehr. Und das ist schon ein großer Erfolg. Sie sind kein einsamer Rufer mehr. Und ich bin kein Minister der Grünen. Ich bin ein Konservativer. Das ist heute Konsens. Das ist Regierungskonsens, was ich hier vortrage. Sie sind keine einsamen Rufer mehr, aber natürlich, es geht zu langsam. Aber der Zug ist in Bewegung. Und deshalb ist so eine Konferenz und Ihre Organisation, ob es der Club of Rome und andere Organisationen, die in diese Richtung arbeiten, extrem wichtig, meine Damen und Herren. Politik braucht Unterstützung, auch öffentliche Unterstützung. Meine Damen und Herren, wir sind tief erschüttert über das Wahlergebnis in den USA und die Art des Wahlkampfes, wo Fakten keine Rolle mehr spielen, wo nur noch Emotionen, wo Fakten keine Rolle mehr spielen. Und deshalb brauchen wir die Unterstützung der Wissenschaft, von Ihnen. Und wenn die Kanzlerin in Emau das karbonfreie Jahrhundert als Ziel ausgerufen hat, dann hat sich das kaum jemand vor 5 Jahren vorstellen können. Wir wissen, wie schwierig das ist. Aber wir wissen auch, dass vieles möglich ist. Stichwort FCKW-Verbot, wo am Anfang auch jeder gesagt hat, wird nicht umsetzbar sein. Natürlich, es ist umsetzbar, aber es hat enorme Anstrengungen bedürft. Und wir werden auch das karbonfreie Jahrhundert erreichen. Aber das ist eine Zeitenwende. Es ist vollkommen klar und das denken noch lange nicht alle so wie wir oder Sie. Und deshalb werden wir dieses Thema, und auch da denke ich an Emau, Obama, die Amerikaner, die ja Jahre, Jahrzehnte an dieser Front nicht mit uns gekämpft haben. Wir werden dieses Thema auch im Rahmen der G20-Präsidentschaft auf die Tagesordnung setzen und vertiefen. Mir persönlich ist darüber hinaus auch bei der G20 ein Thema wichtig, weil wir in Hamburg tagen, das Thema Meeresschutz oder weltweite ökologische und soziale Mindeststandards. Ich habe mit der Kanzlerin letzte Woche noch einmal darüber gesprochen und ihr ist es sehr, sehr ernst, klar zu machen, dieses globale Dorf, ihre Kleider kommen aus Bangladesch, unsere globalen Güter werden in der ganzen Welt produziert und wir brauchen am Anfang der Ketten soziale und ökologische Mindeststandards, damit Natur und Menschen leben und überleben können in Würde. Und das heißt Globalisierung gerecht gestalten. Das muss das Ziel unseres Tunseins. Und da sind wir weit entfernt, wenn 10% der Weltbevölkerung 90% des Vermögens besitzen und 20%, nämlich Sie, wir, so wie wir heute und diese Woche leben, 80% der Ressourcen verbrauchen. Wenn diese Schere weiter auseinandergeht, sind Konflikte, Kriege und Flüchtlingsströme heute schon vorhersehbar. Und deshalb müssen wir eine neue Wirtschaftspartnerschaft von Industrieländern, Schwellenländern und Entwicklungsländern begründen. Und dazu gehört für mich als Entwicklungsminister, und ich versuche, die Wirtschaftsminister, die Finanzminister zu gewinnen, entwicklungsfördernde Handelsregeln für die Entwicklungsländer. Das ist ein ganz zentraler Punkt, über den wir natürlich eine eigene Tagung machen müssten. Und dazu
Parade machen. Und sein Team hat mir ein Gutachten dazu gemacht, eine Weiterentwicklung der Regelwerke, zum Beispiel der WTO. Denn wir müssen vom Freihandelsphilosophie zum fairen Handel mit Mindeststandards sozial, ökologisch, kulturell kommen. Und die Umsetzung des Weltzukunftsvertrages von New York und Paris erfordert eine Stärkung, auch das sage ich, und eine neue Struktur der UN. Ich möchte mit Blick auf Afrika, weil ich die nächsten Tage und an einem Eckpunkte-Programm für einen Marshallplan mit Afrika arbeite. Wir brauchen Afrika eine Verstärkung in den internationalen Organisationen, das heißt einen Sitz Afrikas im UN-Sicherheitsrat und einen Weltnachhaltigkeitsrat der UN, der diese Umsetzung der Pariser und der New Yorker Verträge auch begleitet. Der Club of Rome hat überzeugt, meine Damen und Herren, und das über Jahrzehnte, durch Kompetenz und Glaubwürdigkeit, durch Unabhängigkeit und Überparteilichkeit. Und deshalb danke ich Ihnen auch für die Denkschrift, die ich, glaube ich, bekomme, auf die habe ich auch gewartet. Die Vorschläge werden eingehen in unsere und meine Arbeit, in Eckpunkte eines Marshallplans mit Afrika. Und deshalb sage ich zum Schluss, lasst uns die Zukunft gestalten auf der Basis eines Wertefundamentes, den Erhalt des Planeten, die Bewahrung des Lebens, der Schöpfung für ein Leben in Würde für alle, in Verantwortung für unsere Kinder und kommende Generationen. Vielen herzlichen Dank.